Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/6119. Keine Abschiebung von verfolgten und diskriminierten Minderheiten in den Westbalkan. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Es ist traurig, aber auch bezeichnend, dass wir dieses flüchtlingspolitische Thema am letzten Tag vor der Sommerpause und mit Aussicht auf Sportspiel Spaß beraten. Ist das der Grad der Wertschätzung, den wir in Nordrhein-Westfalen den Menschen in Not, die zu uns kommen, entgegenbringen? Ich hoffe nicht, denn Not macht keine Ferien. Meine Damen und Herren, wir besprechen jetzt einen Antrag mit gleich zwei für uns Piraten sehr wichtigen Anliegen. Wir wollen zum einen, dass sich die rot-grüne Landesregierung im Bundesrat gegen das Vorhaben der Bundesregierung stellt, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Zum Zweiten möchten wir, dass der Innenminister einen sofortigen Abschiebestopp in die Länder des Westbalkans erlässt. Denn nach der schlimmen Flutkatastrophe in Serbien und Bosnien-Herzegowina im Mai und Juni melden NGOs, dass sich die Situation für Minderheiten in diesen Ländern aktuell noch weiter verschlechtert hat. Ihnen wird der Zugang zu sauberem Wasser und den wenigen Hilfsgütern, die überhaupt ankommen, verwehrt. Die Gebiete, auf denen Ihre Baracken stehen, sind die letzten, die nach aufgeschwemmten Landminen durchsucht werden. Das ist die alltägliche Diskriminierung für diese Menschen. Und davor müssen wir sie schützen durch einen Abschiebestopp. Die Bundesregierung will nun die Abschiebung von Menschen in diese Länder noch weiter erleichtern. Gestern hat die Mehrheit der Großen Koalition im Bundestag beschlossen, das Asylrecht weiter einzuschränken, indem sie Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern erklärten. Nun kann nur noch der Bundesrat feststellen, was alle wissen. Für viele Roma und andere Minderheiten sind diese Länder nicht sicher. In Serbien kommt es zu Zwangsräumungen von Roma-Siedlungen. Es kommt zu Folter und Misshandlungen in Gefängnissen und es kommt zu Angriffen durch die ansässige Mehrheitsbevölkerung. In Mazedonien wird ihnen der Zugang zu Leistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialhilfesystems verwehrt. Roma sind in Mazedonien alltäglich massiven Diskriminierungen ausgesetzt. In Bosnien-Herzegowina leben Roma in Siedlungen aus Baracken ohne Strom und fließendes Wasser direkt neben Müllhalden. Wurde wirklich ordentlich geprüft, ob diese Länder sichere Herkunftsländer sind? Nein, das wurde nicht geprüft und das wissen Sie auch. Es wird Zeit, dass sich unser Innenausschuss ein Bild vor Ort macht. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir in diese Länder reisen. Denn Antiziganismus, Antiromanismus ist eines der europaweit drängendsten Probleme der heutigen Zeit. Und leider sieht man in aller Brutalität, dass Roma und Sinti nirgendwo in Europa willkommen sind. Auch in Deutschland herrscht eine tiefe Ablehnung gegenüber diesen Minderheiten. Und diese Ablehnung wird jetzt durch den Gesetzentwurf auch noch geadelt. Denn damit legitimiert die Bundesregierung die These eines angeblichen Asylmissbrauchs. Und es wird noch schwieriger, die hier ansässige Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren. Wenn Sie, geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung im Bundesrat, diesen Gesetzentwurf ermöglichen, dann befürworten Sie nachträglich den Asylkompromiss. Denn erst der Asylkompromiss hat die Benennung von Ländern als sichere Herkunftsstaaten möglich gemacht. Das ist die traurige Wahrheit. Wir erwarten diesmal, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass sie eine Gewissensentscheidung fällen und dass sie nicht wieder mit scheinheiligen Argumenten ihren sogenannten parlamentarischen Zwängen unterordnen. Aus der Presse müssen wir aber nun entnehmen, dass Sie, liebe NRW-Grüne, sich auf einen Handel im Bundesrat einlassen wollen. Ein rot-grünes Bundesland muss im Bundesrat umkippen, damit dieser unsägliche Gesetzentwurf zur Verschärfung des Asylrechts durchkommt. Wird das NRW sein? Wenn Sie im Bundesrat für den Gesetzentwurf der Bundesregierung stimmen, haben Sie sich von einer humanen Flüchtlingspolitik verabschiedet. In Berlin sehen wir schon die ersten Vorboten der neuen grünen Flüchtlingspolitik. Unter dem Hashtag Olauer
können Sie das ganze Drama der letzten Tage nachlesen. Ich denke, Sie haben den Sommer, um sich zu besinnen und im Bundesrat Ihrem Gewissen zu folgen. Bestrafen Sie nicht die Menschen dafür, dass wir in den Parlamenten und den Regierungen die Probleme nicht angehen und wir die Flüchtlingspolitik in Europa, in Deutschland und in NRW nicht neu gestalten, sondern auf dem Rücken der Menschen austragen, die nichts dafür können, dass sie zufällig im falschen Ort der Welt geboren sind. Lassen Sie sich nicht von Mutti erpressen und bestechen und stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Jedin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herrmann, dass der Zeitpunkt der Debatte jetzt ist, hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir irgendein Problem nicht vor der Öffentlichkeit diskutieren wollen, sondern hat was damit zu tun, dass der Zeitpunkt so gewählt worden ist und ich denke auch im Ältestenrat so festgelegt worden ist. Also an der Stelle sozusagen uns einen Vorwurf machen zu wollen oder uns vorwerfen zu wollen, wir würden irgendwas verstecken wollen, halte ich für ein bisschen schäbig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich sehr sicher sein, dass die SPD-Fraktion sehr genau über die Lage der Roma und anderer verfolgten Minderheiten Bescheid weiß. Und Sie können sich auch sicher sein, dass das Schicksal dieser Menschen uns sehr berührt. Viele dieser Menschen suchen sich aus Gründen, die wir sicher alle nachvollziehen können, eine neue Heimat, sei es aus purer Existenznot, aus Verfolgung oder Unterdrückung, weil sie für sich und ihre Familien eine neue Existenz aufbauen wollen und für ihre Kinder eine gute Zukunft haben wollen. Das Elend, aus dem diese Menschen kommen, Herrmann, das kennen wir, glaube ich, aus ganz vielen Berichten und viele von uns auch aus Terminen vor Ort, haben wir, glaube ich, an der Stelle uns von ihnen nichts vorwerfen zu lassen, sondern wir sind mit diesen Schicksalen sehr oft befasst. Sie wissen auch, dass diese Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen das nicht kalt lässt. Sie behaupten aber in Ihrem Antrag, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in seinen Ablehnungsbescheiden nur noch Textbausteine zusammenstellt und eine vollumfängliche Prüfung der Schutzgründe nicht mehr stattfindet. Für diese Behauptung führen Sie aber keinerlei Beleg an. Sie suggerieren in Ihrem Antrag, dass in unserem Bundesland sofort durch einen ablehnenden Bescheid des Bundesamtes unsere Ausländerbehörden abschieben würden. Das, Herr Herrmann, kann ich nicht glauben. Denn jeder, der eine Ablehnung bekommt, kann das Gericht anrufen und gegen diese Entscheidung klagen. Und in Nordrhein-Westfalen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind in den letzten Jahren viele Erlasse veröffentlicht worden, die besagen, dass vor Abschiebungen von Angehörigen der von Ihnen angeführten Ethnien genau geprüft werden soll. Wenn Sie andere Informationen haben, dass das nicht passiert, dann wäre ich Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie das ganz konkret benennen würden, und dem Innenminister zumindest, dass er an der Stelle auch handeln kann. Aber das einfach so zu suggerieren, halte ich für nicht in Ordnung. Das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dem die Roma und andere Ethnien doch stehen, ist doch, dass sie in ihren Herkunftsländern diskriminiert werden und keine Perspektive haben. Die Lösung kann doch nur sein, dass wir jetzt gemeinsam Druck machen auf die Herkunftsländer, damit sich die Situation vor Ort verändert. Armutsbekämpfung und Gleichberechtigung muss vor der Haustür stattfinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herrmann zulassen? Bitte? Eine Zwischenfrage des Kollegen Herrmann? Ja, klar. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sicherlich müssen wir die Situation vor Ort in den Ländern überprüfen. Jetzt gerade ist die Bundesregierung, oder geht es ja um den Gesetzentwurf, der die Länder aber per se zu sicheren Herkunftsländern definiert. Meine Frage, Rheinland-Pfalz hat eine Presseerklärung abgegeben, dass Sie nicht damit einverstanden sind mit dieser einfachen Erklärung, dass diese Herkunftsstaaten jetzt sicher sein sollen, und haben sich praktisch dagegen ausgesprochen, auch damit gegen den Gesetzentwurf. Würden Sie das an dieser Stelle auch tun? Herr Herrmann, ich weiß jetzt im Moment nicht, was die Frage war. Was soll ich jetzt bestätigen? Rheinland-Pfalz? Ja. Ja, gut. Tut mir leid, also ich habe jetzt nicht verstanden, was kann passiert von mir. Kann ja vielleicht gleich nochmal geklärt werden. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Möchte der... Entschuldigung, wenn das nicht ganz verstanden wurde. Sie sprachen im Moment davon, dass man das vor Ort prüft.
wie die Situation ist und so weiter. Das geht aber jetzt ja gerade auch in unserem Antrag, in einem Gesetzentwurf, der die Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, quasi. So, und Rheinland-Pfalz hat sich halt schon ausgesprochen, dass sie das so nicht, dass sie damit nicht einverstanden sind. Und meine Frage war jetzt an Sie, ob Sie das halt auch so sehen, ob Sie es so sehen wie Rheinland-Pfalz oder ob Sie sagen, die sind halt noch nicht sichere Herkunftsstaaten, wie auch immer Sie jetzt die Frage verstehen. Ja, man müsste dann die Sichtweise von Rheinland-Pfalz genau kennen. Tut mir leid, die kenne ich jetzt nicht so genau. Also, wenn die Herkunftsstaaten zu sicher erklärt werden, dann wird das natürlich schon seine Gründe haben. So, also das müssen Sie jetzt an der Stelle doch nicht mich fragen, sondern diejenigen, die die Herkunftsländer zu sicheren Herkunftsländern erklären. Warum und auch immer die das tun, aber das ist doch jetzt an der Stelle, glaube ich, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz eindeutig ist für mich das Europaparlament in dieser Frage in der Verantwortung. Ich bin es leid, dass wir uns in den Bundesländern mit Problemen beschäftigen müssen, deren Lösung ganz eindeutig in der Hand des Europaparlaments liegt. Die Europaparlamentarier müssen sich mit diesen Zuständen in den Herkunftsländern, in den Mitgliedstaaten und in den Beitrittskandidaten beschäftigen. Das Europäische Parlament muss, wenn es im Bewusstsein der Menschen eine Rolle spielen will, Vertrauen in seine Lösungskompetenz wecken, sich dieser Flüchtlingsproblematik endlich annehmen. Der neue Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber, hat nach seiner Wahl letztens gesagt, wir dürfen in der Europapolitik nicht als Kraft in Erscheinung treten, die bloß die Probleme beschreibt. Wir müssen auch zeigen, wie wir sie lösen können. Recht hat er. Er hat auch gesagt, zudem müssen wir die Flüchtlingsproblematik bewältigen. Auch da hat er recht. Ganz im Sinne der Sozialdemokraten. Und ich bin sicher, dass die europäischen Genossinnen und Genossen ihn dabei auch unterstützen würden. Daran sollten wir arbeiten. Herr Herrmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich Europa dieses Problems endlich richtig annimmt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Jetim. Nächster Redner ist für die CDU-Fraktion der Kollege Professor Dr. Sternberg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Das Recht auf Asyl hat einen hohen Stellenwert. Das können wir gerade in unserem Blick auf die deutsche Geschichte sehr gut nachvollziehen, und das ist richtig so. Es verdeutlicht den Willen Deutschlands, seine historische und humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu erfüllen. Eine verantwortliche Asylpolitik muss aber auch darauf ausgerichtet sein, die Aufnahmebereitschaft, die unsere Gesellschaft nach wie vor auszeichnet, für die Aufnahme der Schutzbedürftigen zu erhalten. Das gilt umso mehr, wenn wir uns die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ansehen. Innerhalb der EU weist zurzeit unser Land mit großem Abstand die meisten Asylbewerber auf. Im Jahr 2013 haben in diesem Land 120.000 Menschen Asyl beantragt. In Italien waren es 28.000, in Frankreich 66.000, in Großbritannien 30.000, in den Niederlanden 117.000. Diese Entwicklung setzt sich in diesem Jahr fort. Von Januar bis Mai 2014 betrug der Anstieg erneut mehr als 60% zum Vorjahreszeitraum. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann liegen wir am Ende dieses Jahres bei 200.000 Asylanträgen. Die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung ist auch vor diesem Hintergrund ungebrochen groß. Das sehen wir am aktuellen Beispiel Syrien. Auch hier sind wir mit Abstand das Land, das außerhalb des Krisengebietes die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Seit 3 Jahren werden zudem keine Menschen mehr aus Deutschland nach Syrien abgeschoben. Das ist richtig, aber um diese Bereitschaft zu erhalten, müssen wir darauf achten, dass diese Bereitschaft auch nachgewiesen werden kann. Aber seit der Aufhebung der Visumspflicht für Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina hat sich die Zahl der Asylanträge sprunghaft vermehrt. Nicht etwa wegen einer veränderten Lage in diesen Staaten, sondern weil wir eine veränderte Visumsregelung haben. Im Jahr 2009, also im letzten Jahr vor der Aufhebung der Visumspflicht, kamen etwa 1.000 Asylbewerber aus den Herkunftsstaaten nach hier. 2013 waren es bereits 32.000. Das waren ein Viertel der 2013 gestellten Anträge. Die Zahl der anerkannten Schutzbedürftigen unter den Angehörigen dieser Staaten liegt jedoch bei unter 1%.
Und wenn jetzt vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung der Flüchtlingspolitik die Bundesregierung beschlossen hat, Mazedonien, Serbien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, dann ist das ein Schritt, den wir unterstützen. Für sichere Herkunftsstaaten wird kraft Gesetzes ja vermutet, dass aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse dort keine politische Verfolgung droht. Dadurch sollen aussichtslose Asylanträge schneller bearbeitet werden und der Aufenthalt in Deutschland schneller beendet werden kann. Dass das wichtig ist, können Sie übrigens daran sehen, dass ein großes Problem der Flüchtlingspolitik ist, dass Menschen, die hier über Jahre hin Gerichtsverfahren durchführen, hier ihre Kinder zur Schule schicken, die Kinder groß werden lassen, nachher das Land vor eine Situation stellen, bei der eine Abschiebung nicht mehr möglich ist. Deshalb ist eine frühe und frühzeitige rechtliche Behandlung dieser Dinge vonnöten. Herr Kollege, wenn ich einmal ganz kurz dazwischen darf, der Kollege Herrmann würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber gerne. Wollen Sie die zulassen? Dann machen wir dem so. Herr Kollege Herrmann, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Sternberg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, möchte ich nicht kommentieren. Ich sehe die anders. Aber Sie haben gesagt, es kommen halt sehr viele Flüchtlinge hier an. Und ist das dann ein Indiz dafür, dass das Fluchtland sicher ist? Weil wir sind ja gerade dabei, dass... Nein, Herr Kollege Herrmann... Die Ableitung verstehe ich halt nicht. Herr Kollege, lassen Sie sich weiter aufführen. Ich gehe genau auf diese Frage jetzt im Weiteren ein. Vielen Dank. In der Begründung des Gesetzentwurfs, da kann man das nachlesen, werden die Erwägungen für die Einstufung der Länder als sichere Herkunftsstaaten ausdrücklich dargelegt und ausführlich dargelegt. Nach der Berichterstattung des Auswärtigen Amtes und den entsprechenden Asyllageberichten, aber auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der lokalen Menschenrechtsgruppen vor Ort, hat sich das gezeigt. Das sind auch die Nichtregierungsorganisationen, auch internationale Organisationen, wie zum Beispiel der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen oder das Internationale Rote Kreuz. Danach können diese drei Staaten, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, als sichere Herkunftsstaaten angesehen werden. Serbien, übrigens mit dem die EU den Status eines EU-Beitrittskandidaten verabredet hat, bittet selbst um die Anerkennung des Landes als sicheres Herkunftsland. Mit der Einstufung dieser drei genannten Länder als sichere Herkunftsländer schließt Deutschland sich übrigens auch der Bewertung der anderen europäischen Länder an. Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich, Schweiz und Großbritannien stufen die drei Länder bereits heute als sichere Herkunftsstaaten ein. Das sind ja nun wirklich keine Schurkenstaaten, in denen etwa Diktatoren herrschen würden. Aus diesem Grunde unterstützen wir die Bestrebungen der Bundesregierung ausdrücklich und werden den vorgelegten Piratenantrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht dann als nächstes Frau Kollegin Schäfer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes mit der Aufnahme von Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien in die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten reiht sich leider ein in eine unrühmliche Reihe von Gesetzesinitiativen im Bereich Asyl und Zuwanderung. Dabei ist vor allem zu nennen der Referentenentwurf zur Neubestimmung der Aufenthaltsbeendigung und des Bleiberechts. Neben Anpassungen an das EU-Recht sind ja hier völlige Neuordnungen des Ausweisungsrechts vorgesehen. Und dieser Referentenentwurf wird ja jetzt schon von vielen, von Kirchen, von Verbänden zerrissen, weil es eben eine Abkehr von humanitären und rechtsstaatlich orientierten Flüchtlingsgrundsätzen beinhaltet. Ein anderes Beispiel ist sicherlich der Referentenentwurf zur Reform des Freizügigkeitsrechts, womit verschärfte Ausweisungsregelungen wegen angeblicher Missbrauchs Vorfälle von eingereisten Zuwanderinnen und Zuwanderern aus der EU, die letztlich aber ja niemand nachweisen kann, vermieden werden soll. Und auch der Referentenentwurf zum Asylbewerberleistungsgesetz stellt ja letztendlich nur eine Minimallösung dar, der eben nur die zwingenden Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzt. Und all das, daraus schließen wir, dass diese ganzen gesetzlichen Vorhaben zeigen, dass eben das Thema Flüchtlingspolitik und die Rechte von Flüchtlingen in den Händen der Großen Koalition leider nicht in guten Händen sind. Und das möchte ich hier als deutliches Problem auch noch mal anmerken. Um aber auf den Antrag zurückzukommen, muss man auch ganz deutlich sagen, dass es jetzt schon um die Rechte der Flüchtlinge vom Balkan schlecht steht, also in dieser Situation schon. Denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, macht jetzt schon regelmäßig von der Möglichkeit Gebrauch, Asylanträge von Flüchtlingen aus diesen Ländern als offensichtlich unbegründet abzulehnen.
Und damit treten im Prinzip die gleichen Folgewirkungen, also verkürzte Verfahren, wie mit einer Regelung als sichere Herkunftsstaaten, wie es jetzt beabsichtigt ist mit diesem Gesetzentwurf. Und nach unseren Informationen, wir sind ja auch viel in Kontakt mit Flüchtlingsorganisationen, aber auch mit Rechtsanwälten, es ist schon jetzt so, dass es viele Klagen über die Schnellverfahren gibt, in denen nicht mehr gründlich die Asylgründe geprüft werden und die nach maximal 6 Wochen eben auch beendet werden. Deshalb lehnen wir eine Einstufung als sichere Herkunftsstaaten ab. Aber, und das finde ich, muss man hier auch ganz deutlich sagen, weil es zur Wahrheit dazugehört, diese Einstufung würde leider nicht viel an diesem bisher schon unhaltbaren Zustand, den wir jetzt schon haben, verschlechtern. Wir Grüne machen uns überall dort, wo wir mitregieren, wo wir in den Parlamenten sind, gegen Abbau von Flüchtlingsrechten stark. Wir haben hier im Land ja einiges erreichen können mit mehreren Erlässen, die viel im Sinne des Flüchtlingsschutzes bewirkt haben. Und dafür brauchen wir im Übrigen auch nicht die Piratenfraktion hier im Landtag. Das haben wir auch so schon ganz gut hinbekommen in der rot-grünen Landesregierung. Frau Kollegin Schäfer, es gibt den Wunsch einer Zwischenfrage. Sie werden möglicherweise erraten können, dass der Kollege Herrmann eine Frage stellen möchte. Möchten Sie die zulassen? Nein, möchte ich nicht. Sie möchten die Nein, nicht möchte zulassen. Ich nicht, genau. Okay. Und was das Thema Abschiebungen in die Balkanländer angeht, das ist ja hier schon auch angesprochen, beziehungsweise was den Abschiebestopp angeht, den Sie hier fordern durch Ihren Antrag. Da muss man ganz klar sagen, muss man eben auch in die Regelung des Aufenthaltsgesetzes schauen und schauen, wie hoch die Maßgaben angelegt sind, um eine solche Regelung hier auch durchführen zu können. Wir hatten ja mehrfach den Winterabschiebestopp, aber die Regelung im Aufenthaltsgesetz sagt eben ganz klar, dass sich das nur ermöglicht, wenn es besondere Lagen gibt, die eben eine bestimmte Gruppe für die Dauer von längstens 6 Monaten von den Abschiebungen ausnimmt. Das kann aber nur gemacht werden nach vorheriger Konsultation mit anderen Ländern, mit dem BMI, und nach spätestens 6 Monaten muss das Einvernehmen mit dem BMI hergestellt werden. Und da muss man einfach sagen, so einfach ist diese Forderung eben nicht herzuleiten bzw. rechtlich zu begründen. Und auch das Einvernehmen mit dem Bund ist dann doch, wenn man mal realistisch denkt, eher aussichtslos, diese zu erreichen. Und wenn Sie solche pauschalen Forderungen haben, was den Balkan angeht, dann finde ich, müssten Sie auch sagen, warum Sie das nicht für andere Länder fordern, zum Beispiel eben für afrikanische Länder, sondern warum Sie es begrenzen auf eine bestimmte Region. Und ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass diese Absicht schlecht gemeint ist. Überhaupt nicht. Die Absicht ist sicherlich gut gemeint. Aber Ihre Forderung nach einem unbefristeten allgemeinen Abschiebestopp lässt sich als Land einfach nicht umsetzen, ist völlig unrealistisch. Und man muss auch mal feststellen, mit so einer Forderung helfen Sie eben auch nicht den Menschen hier in Nordrhein-Westfalen. Frau Kollegin Schäfer, ich merke, Sie bleiben schon stehen. Sie ahnen, dass was kommen wird. Ja, der Kollege Herrmann hat sich zu einer Kurzintervention angemeldet, hat dafür 90 Sekunden Zeit. Herr Kollege Herrmann, wenn Sie einmal aufs Knöpfchen drücken, dann schalte ich Sie scharf in dem Moment und die 90 Sekunden beginnen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich musste jetzt noch mal einschreiten, weil Sie haben ausgeführt, dass die Prüfpflichten oder dass halt im Moment das BAMF schon praktisch die Konsequenzen des Gesetzes vorwegnimmt und schon so handelt, als gäbe es das Gesetz. Das finde ich also eine sehr bemerkenswerte Feststellung. Und wollte halt einfach damit dann auch fragen, ob denn, weil das so ist, weil Sie, wie Sie es dargestellt haben, das Gesetz ja quasi schon existiert, in Anführungsstrichen, danach gehandelt wird, ob Sie dem dann halt auch deswegen zustimmen, weil Sie dann sagen, es gibt dann sowieso keine Veränderungen. Also sprich konkret, ist die Intervention eine Frage. Denken Sie, dass es dann problemlos ist oder keine große Sache mehr, diesem Gesetz auch im Bundesrat dann Ihre Zustimmung zu erteilen als Land Nordrhein-Westfalen? Ja, also was ich deutlich gemacht habe in meinem Redebeitrag, denke ich, ist, dass die Situation heute schon alles andere als gut ist und dass eben dieses Gesetz leider an dem heutigen Zustand auch nicht mehr viel verschlechtern würde, weil wir heute eben schon unhaltbare Zustände haben. Und ich finde, das muss man so deutlich eben auch sagen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, in meinem Redebeitrag auch alles deutlich gemacht. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege Dr. Stamm. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist von den Vorrednern, vor allem von meiner Vorrednerin, unmittelbar eben hier vieles richtig ausgeführt worden, was ich jetzt hier nicht nochmal
in Gänze wiederholen werde. Wir sind uns als Land NRW unserer humanitären Verpflichtung bewusst und wir haben hier auch als FDP deutlich eingefordert, dass dies beispielsweise auch in der Aufnahme der Flüchtlinge aus Syrien noch deutlicher vollzogen werden muss. An dieser Stelle ist uns ja auch der Innenminister aktiv in der Innenministerkonferenz gefolgt. In dem, was wir hier beschlossen haben im Landtag, darüber haben wir uns gefreut. Und ich denke, diesen Weg sollten wir auch fraktionsübergreifend weitergehen, dass wir all das, was möglich ist, auch ermöglichen. Es gibt bestimmte Dinge, die aber rechtlich nicht möglich sind. Das hat die Kollegin Schäfer hier auch eben dargestellt. Ich will das jetzt eben, wie gesagt, nicht nochmal alles wiederholen. Ich möchte aber an die Adresse der Piraten auch sagen, dass ich über dieses Vorgehen hier parlamentarisch einfach ein Stück weit verärgert bin. Hier werden immer Anträge gestellt mit direkter Abstimmung und dann wird bei jedem Redner werden hier zig Zwischenfragen gestellt und Kurzinterventionen. Mein Gott, dann beantragen Sie doch die Überweisung in den Fachausschuss, dann haben wir da die Möglichkeit, das Ganze mit der nötigen Fachlichkeit zu beraten und deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss und lehnen das Ganze ab. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe großes Verständnis für die Intention, die hinter diesem Antrag steht, sehr großes Verständnis. Die Diskriminierung von Roma und Sinti existiert. Sie existiert nicht nur in Bulgarien, Rumänien und in Weststaaten des Westbalkanlandes. Diese Diskriminierung existiert auch in anderen europäischen Ländern, die eigentlich eine gefestigte Demokratie sind. Ich finde, es handelt sich um ein gesamteuropäisches Problem. Und dieses Problem muss dort gelöst werden, vorrangig dort gelöst werden, wo diese Menschen leben. Ihnen muss der Zugang zu Bildung, zum Gesundheitswesen, zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Und hier ist es Aufgabe der Europäischen Union, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sind sehr breit gefächert, insbesondere über die Mittel des Europäischen Sozialfonds, für Abhilfe zu sorgen. Ich bedauere sehr, dass auch beispielsweise Mittel, die Rumänien und Bulgarien zur Verfügung stünden, um die Lebenssituation der Roma in ihren Heimatländern zu verbessern, nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft worden sind. Das muss vorrangige Politik sein, die Lebensverhältnisse der Roma und Sinti in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Grunde nach sind wir, glaube ich, uns in dieser Frage einig. Ich meine allerdings, dass Ihnen die aktuelle Situation in Nordrhein-Westfalen, Herr Herrmann, nicht ganz klar ist, konkret wie die Praxis unserer Ausländerbehörden in diesen Fällen aussieht. Der Ablauf, wie Sie ihn schildern, spricht so nicht der geübten und gängigen Praxis in Nordrhein-Westfalen. Das will ich deutlich sagen. Es ist nämlich nicht so, dass eine Ablehnung des Bundesamtes im Asylverfahren sofort und unmittelbar die Abschiebung nach sich ziehen muss. Richtig ist, das sagen Sie auch in Ihrem Antrag, jeder Ausreisepflichtige hat die Möglichkeit, gerichtlich gegen eine Ablehnung vorzugehen. Auch bei Klagen, die keine aufschiebende Wirkung entfalten, kann beim Verwaltungsgericht vorläufiger Rechtsschutz beantragt werden. Darüber hinaus ist es seit langem gelebte Praxis in Nordrhein-Westfalen, bei Rückführung zu jeder Zeit jeden Einzelfall sorgfältig zu prüfen. In diesen Prüfungen wird den jeweiligen Bedürfnissen der Menschen, die besonderen Schutz benötigen, angemessen Rechnung getragen. Und zwar im Rahmen aller rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten. Herr Minister Jäger, eine Zwischenfrage von Herrn Herrmann lasse ich zu. Sie haben seherische Fähigkeiten, genau so ist es. Der Kollege Herrmann hat eine Zwischenfrage. Dann machen wir das. Herr Minister Jäger, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade die momentane Vorgehensweise der Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen beschrieben. Danke dafür. Meine Frage ist, wenn das Gesetz die Staaten Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, im Bundesrat mit Unterstützung von rot-grünen Bundesländern verabschiedet wird und gültig wird, dann werden sich doch nach meinen Erfahrung diese Verfahren ändern, ist es, die Sie gerade beschrieben haben. Dann wird sich, ist das richtig oder falsch? Falsch, aber ich wäre sowieso darauf gekommen im Rahmen meines Redebeitrages, Herr Herrmann. Ich komme noch zurück auf die Praxis der nordrhein-westfälischen Ausländerämter. Einen besonderen Schutzmechanismus haben wir per Erlass verordnet, indem wir unsere Behörden regelmäßig auffordern,
seht insbesondere bei der Gruppe der Roma, der Aschkali, der Ägypter, die gerade in den Kosovo abgeschoben werden sollen, ganz genau hin. Das gilt gerade für besonders schutzwürdige Personen. Unsere Ausländerbehörden nehmen die Situation dieser Ethnien sehr deutlich und sehr stark in den Blick, auch was die restlichen Staaten des Balkans betrifft. Darüber hinaus kommt diesen Menschen auch in unserem Erlass vom Ende letzten Jahres zugute. Dieser Erlass sagt eindeutig, wird eine Person von dem geplanten stichtagsunabhängigen Bleiberecht aller Voraussicht nach begünstigt, muss in Nordrhein-Westfalen per Erlass aus meinem Haus die Ausländerbehörde eine Duldung im Ermessenswege prüfen. Und Fakt ist, wir tun alles, was uns rechtlich möglich ist, um diese Menschen so gut es geht zu schützen, und zwar individuell und im konkreten Fall. Meine Damen und Herren, ich will gerne noch mal auf das Urteil, das Sie auch im Antrag genannt haben, des Verwaltungsgerichtes Stuttgart eingehen. Es steht mir nicht zu, Richterschelte zu betreiben oder diese rechtlichen Ausführungen zu anderweitig zu bewerten. Aber ich finde, zum einen stellt sich die Frage, ob dieses Urteil überhaupt Rechtskraft erlangen wird. Bisher, Herr Herrmann, ist das nicht der Fall. Zu anderen bleibt abzuwarten, ob andere Gerichte die Auffassung des Verwaltungsgerichtes Stuttgart folgen werden. Auch dies ist bisher nicht geschehen. Und deshalb stelle ich ganz objektiv und wertfrei fest, diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Stuttgart stellt eine Minderheitsmeinung dar. So, jetzt nochmal zur Frage der sicheren Herkunftsländer. Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Situation in den genannten Herkunftsstaaten. Und deshalb hat Nordrhein-Westfalen im Bundesrat die Empfehlung des Ausschusses, keine Anwendung gegen den Gesetzentwurf zu erheben, folgerichtig nicht unterstützt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind am Schluss der Aussprache zu diesem Antrag. Wie wir schon gehört haben, hat die antragstellende Fraktion der Piraten direkte Abstimmung beantragt und wir stimmen also direkt über den Inhalt dieses Antrags, Drucksache 6119, ab. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Piratenfraktion. Wer ist gegen den Antrag? SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, FDP. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Damit ist der Antrag, Drucksache 6119, abgelehnt. Wir kommen dann zum letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Plenartags, Tagesordnungspunkt 9.